Es ist und bleibt eine der spannendsten Geschichten in der automobilen Historie. Tesla aus Kalifornien. Gestartet mit einem umgebauten Lotus Roadster, in den sie ein Batteriepaket aus Laptop-Akkus packten, ist Tesla heute eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Es gibt immer spannende Geschichten rund um die E-Auto-Pioniere und ihren CEO Elon Musk. Wir zeigen euch 7 interessante Fakten rund um Tesla, jetzt bei Die 7. Fakt Nummer 1. Tesla testet. Model X und Model S haben 2021 ein Facelift bekommen, unter anderem mit neuem Innenraum und verrücktem Yoki-Lenkrad. Jetzt kehrt Tesla zum Testen zurück auf die Nürburgring-Nordschleife. Ob das Model S Plate auf Bestzeitenjagd geht, ist unklar. Fest steht, dass es für den Nordschleifeneinsatz optimiert wurde. Neben einem Sportfahrwerk und Überrollkäfig gibt es 295er Michelin Pilot Sport 4-Reifen in 21 Zoll. Außerdem fliegt die Rückbank raus. Die schnellste Runde für viertürige vollelektrische Sportler gehört mit 7 Minuten 42 noch dem Porsche Taycan. Interessantes Detail auf den Fotos: Tesla scheint 2 Lenkräder auszuprobieren. Zum einen das offene und nicht immer optimal handhabbare Yoki-Lenkrad, zum anderen ein herkömmliches, rundes Volant. In einem Tweet machte Tesla-Chef Elon Musk noch einmal auf eine Nachfrage hin deutlich, dass das Yoki-Lenkrad die einzige Option in der Serie sei. Aber ob das auch für die Zulassung in Deutschland gilt, wird man sehen. Fakt Nummer 2. Mieten statt kaufen. Tesla und der Autopilot. Eine Geschichte für sich. Einst revolutionär gedacht und innovativ, steht das System zum autonomen Fahren immer häufiger in der Kritik. Der Vorwurf? Tesla verspricht mehr, als der Autopilot halten kann. Aktuell beherrscht das System teilautomatisiertes Fahren, also Level 2. Das bedeutet, dass nach wie vor aktive und aufmerksame Fahrer und Fahrerinnen benötigt werden, um das Fahrzeug zu überwachen. Immer wieder kommt es zu Unfällen, weil diese das System überschätzen. Vielleicht auch wegen des Namens? Mittlerweile heißt die Option in Deutschland beispielsweise volles Potenzial für autonomes Fahren und nicht mehr Autopilot. Kunden in den USA müssen das System übrigens nicht mehr zwingend kaufen. Anstatt für $10.000 zu kaufen, kann es auch abonniert werden. $199 monatlich, ruft Tesla auf. Besser investiert als in ein Yamba-Spar-Abo, will man meinen. Und nach Deutschland kommt das Mietmodell ziemlich sicher bald auch. Fakt Nummer 3. Gigafactory noch nicht genehmigt. Eigentlich wollte Tesla schon im Juli 2021 Autos in Brandenburg fertigen. Dank einiger Teilgenehmigungen ist der Bau auch schon weit vorangeschritten, eine finale Entscheidung steht allerdings noch aus. Und ohne diese kann's nicht losgehen. Im vierten Quartal rechnet Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach mit dem Go des Landesamts für Umwelt. Schließlich ginge es nicht um die Genehmigung eines neuen Kernkraftwerks, so der SPD-Politiker. Damit die Entscheidung allerdings rechtssicher ist, sei Qualität im Genehmigungsverfahren wichtiger als Schnelligkeit. Offensichtlich wusste Elon Musk schon über deutsche Behörden Bescheid, als er einst sagte: Geduld ist eine Tugend und ich erlerne sie gerade. Es ist eine harte Lehre. Fakt Nummer 4. Tesla verdient Geld. Lange Zeit galt Tesla nur als Geldverbrennungsmaschine, die allenfalls mit CO2-Zertifikaten für andere Hersteller den Umsatz schönte. Doch im zweiten Quartal diesen Jahres steigert Tesla den Umsatz von $10.3 Milliarden auf $11.9 Milliarden. Das operative Ergebnis beträgt jetzt $1.3 Milliarden. Laut den Analysten der NordLB gibt es aber noch einen weiteren Faktor, der zeigt, dass Tesla stark unterwegs ist. Die operative Marge liegt bei 11%. Zum Vergleich, VWs operative Rendite liegt nur bei 7,7%, obwohl der Konzern 10-mal mehr Autos im gleichen Zeitraum verkauft hat. Tesla bleibt auch am Aktienmarkt stark. Der Wert rund $180 Milliarden, das sind rund 20 Milliarden mehr als VW, Daimler und BMW zusammen. Kleiner Funfact am Rande, in einem neuen Buch wird behauptet, dass Apple 2016 Tesla kaufen wollte. Doch in einem Tweet von Elon Musk sagt er, dass er niemals mit Apple-Chef Tim Cook gesprochen hätte. Musk hatte zwar den Wunsch, Cook zu treffen, der lehnte aber ab. Zu dem Zeitpunkt war der Wert von Tesla nur 6% des heutigen Werts. Fakt Nummer 5. Supercharger für alle. Elektroautobesitzer sollten jetzt die Ohren spitzen. Die Ladeinfrastruktur für E-Autos in Deutschland, Europa und der gesamten Welt ist nach wie vor im Aufbau. Noch immer gilt es, das Netz weiter stark auszubauen. Das sieht auch Tesla so, zumal die Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen ebenso wie die Anzahl dieser weiterhin steigt. Tesla hat allerdings von Anfang an auf ein eigenes Ladenetz gesetzt und weltweit Ladestationen für ihre Kunden aufgebaut. Doch schon bald sollen die besagten Stationen auch für Fremdmarken nutzbar sein.
Das hat Tesla-CEO Elon Musk per Twitter bekannt gegeben. Laut Musk werden die Supercharger nach und nach in allen Ländern geöffnet. Wann genau, das bleibt noch offen. Ebenso unklar bleibt, wie bezahlt wird. Autos von Tesla werden dort schließlich kontaktlos erkannt. Das ist bei Nicht-Teslas unmöglich. Eine Abbuchung über die Tesla-App und eine Vergünstigung für Wagen der eigenen Marke sind denkbar. Fakt Nummer 6. Semi-Truck kommt später. 2017 erstmals gezeigt und für 2019 geplant, eigentlich sollte der Semi-Truck von Tesla bereits über die Straßen rollen. Doch nun wurde der Marktstart zum wiederholten Male verzögert. 2022 soll's jetzt losgehen. Der Semi ist eine dreiachsige Zugmaschine mit 4 Elektromotoren an den Hinterradachsen. Voll beladen soll er in 20 Sekunden auf 100 Sachen beschleunigen. Bei aktuellen Diesel-Lkw absolut undenkbar. Während Tesla einige Eckdaten bekannt gegeben hat, ist über den Knackpunkt Gesamtgewicht noch nichts bekannt. 500 bis 800 Kilometer Reichweite sollen gar möglich sein. Einige große Unternehmen wie UPS, Walmart oder PepsiCo haben bereits wenige Tage nach der Vorstellung im November 2017 Semi-Flotten vorbestellt. Sollte Tesla mit dem Semi nicht zu viel versprochen haben, könnte der aerodynamische Truck ein Riesenerfolg für Tesla werden und eine Revolution im Nutzfahrzeugsegment. Fakt Nummer 7. Cybertruck kommt mit Allradlenkung. Wer wissen will, was bei Tesla los ist, sollte Elon Musk bei Twitter folgen oder besser noch ihn direkt anschreiben oder im Tweet erwähnen. Dann erfährt man so interessante Dinge wie die Tatsache, dass der Cybertruck ziemlich genau so auf den Markt kommen wird wie die Studie. Und auch bei der Technik legen sie nach. Damit man mit dem fast 6 Meter langen und über 2 Meter breiten Auto auch um enge Ecken kommt, wird der Serien-Cybertruck über eine Allradlenkung verfügen. Ende 2021 soll dann auch die Produktion starten. Wie viel Studien-Cybertruck es in die Serie schafft, ob er noch Spiegel bekommt und ob wir einen offiziellen Verkauf auch in Deutschland sehen werden, es bleibt spannend. Das waren die 7 wichtigsten Fakten rund um Tesla. Was haltet ihr von den News? Ist Tesla für euch zu Recht die wertvollste Autofirma der Welt? Würdet ihr einen Cybertruck kaufen? Schreibt es einfach unter das Video und tauscht eure Meinung mit uns und untereinander aus. Und lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn ihr weitere News über Tesla und Co. nicht verpassen wollt.